So, jetzt noch einen kleinen Trick, wie man Scale-Anbauteile ist. Ich habe ja, wie gesagt, von Scaleprint noch ein paar schöne Scale-Anbauteile besorgt. Ich werde mir auch noch ein paar besorgen und das so peu à peu noch etwas scaliger ausbauen, das Modell. Das ist immer so die kritische Phase, wenn man, ich nehme dafür immer 5 Minuten Epoxy-Kleber, da hat man wenigstens noch Zeit, die ersten 2, 3 Minuten maximal, wenn es ganz blöd läuft, dass man dann das Bauteil nochmal abnehmen kann und dann möglichst schnell mit dem Feuerzeugbenzin noch den, wenn man Glück hat, noch den Harzkleber, Epoxykleber runterbekommt, wenn es ganz blöd läuft. Ich mache es immer so, ich baue mir eine Staffelei mit diesem, das sind diese Lötkabelhalter, die gibt es in verschiedensten Bauformen. Hier vorne macht man es am besten so, dass man sich da ein Krepppapier um die Zange drumherum klebt, dann also die Bauteile erstmal gut trocknen lassen, bis der Klarlack, wie gesagt, der dauert so gute 2 bis 3 Tage, 2 Tage auf alle Fälle, damit man dann die Bauteile, sei es mit dem Finger oder mit einer weichen Zange, anklemmen kann, ohne dass man dann irgendwelche Klarlackabdrücke hat auf dem Klarlack, weil er noch nicht komplett ausgetrocknet ist. Also Klarlack immer 2 bis 3 Tage trocknen lassen bei den Kufen. Deshalb, da sollte man länger warten. Jetzt geht es aber um diese kleinen Scale-Anbauteile, die man natürlich möglichst schön positioniert auf dem Modell. Also viele Teile lassen sich nun mal nicht anschrauben, deswegen muss man sie ankleben. Und es ist ja so, dass man, wenn man jetzt die Fläche hätte als Klebefläche, man hat ja meistens nur eine Chance, ne? Also wenn ich jetzt, das ist jetzt hier, da soll es angeklebt werden. Ich muss es ja genau positionieren können, ne? Und dann mit einem seichten Druck das Bauteil ankleben. Deswegen würde ich eher, wenn ich jetzt so eine Fläche hätte, niemals die ganze Fläche aus mit Epoxykleber ausfüllen, sondern wirklich nur einen Innenkreis, weil durchs Aufdrücken oder Andrücken wird der Kleber dann meistens eh noch ein bisschen nach außen gedrückt. Je fester ihr natürlich da das andrückt, umso mehr wird er dann nach außen gedrückt, der Kleber. Deswegen mache ich das immer so, eher nur so den kleinen Innenkreis mit Epoxykleber, eine ganz dünne Schicht und dann leicht andrücken. Und das ist natürlich so eine Phase, wenn man so verwinkelte Objekte hat, die man, na, die so schief stehen können oder so schief stehen können oder so schief stehen können. Ich baue mir meistens immer aus Klötzern so eine Montur und dann nehme ich dieses Lötzinnhalter, Klammergeflecht, weil das kann man so schön in alle Richtungen verbiegen und hindrehen, genauso wie man es haben möchte. Und dann mache ich das meistens so, dass ich das Element, das ich da ankleben möchte, genau so positioniere, dass es genau stimmt, ne? Dass ich dann, wenn ich
den Schlitten so leicht vorfahre. Die Position muss ich mir ungefähr merken, damit ich dann wirklich beide Teile da wirklich auch schön den satt am Rumpf anlegen, ne? Also wenn man so eine runde Fläche hat und die sitzt dann nicht gerade, sondern eher so schief, ne, dann ist es auch blöd. Das ist wenigstens so ein Konstrukt, da kann man sich viel Zeit nehmen und in Ruhe die perfekte Position sorgen, damit das Bauteil perfekt ausgerichtet, schön bündig an beiden Stellen dann am Rumpf aufliegt, an den Stellen, Klebestellen, wo man es haben möchte. Und es soll ja dann auch nicht verrutschen, ne? Also das ist halt immer das Blöde, wenn man den Kleber, sag ich mal, zentral irgendwo, na, hier so mittig einen Innenkreis befüllt und dann verrutscht man das Ding ein paar Mal und dann hat man den Salat irgendwie und schmiert bloß noch den Kleber da hin und her und dann ist es eh vorbei. Dann hat man verloren. Also halten kann man das sowieso nicht. Das ist die einzigste Möglichkeit, um schön Scale-Anbauteile möglichst exakt genau positioniert an eine Hochglanzoberfläche zu bekommen, ohne dass man da jetzt die Hochglanzoberfläche mit lauter Klebeschmierer versaut, ne? Weil man das A sowieso nicht 5 Minuten lang ruhig halten kann. Epoxykleber ist so, finde ich, am besten, weil ich mache es immer so, ich rühre den an, den Zwei-Komponenten-Kleber und dann so nach 2 Minuten stachel ich dann nochmal rum im Kleber, damit ich ungefähr so weiß, wie weit er jetzt schon angetrocknet ist. Und jede Minute, die dann vergeht, kann man da in dem Kleber, den man angerührt hat, kann man da noch ein bisschen rumstochern und sehen, wie weit die Anklebephase schon vorangeschritten ist, damit man dann so nach, ja, so 5 Minuten, 6 Minuten die Klammer dann ganz vorsichtig runternehmen kann und das Element dann noch, wenn man sich schwer tut, wenn nicht genügend Druck ausgeübt werden kann, dass man dann zum Beispiel bei den Bauteilen ist es so, dass man die noch ein bisschen, während der Kleber schon langsam sich verfestigt, noch ein bisschen Druck ausüben kann, damit dann die Ränder schön bündig noch an der Oberfläche anliegen. Also das ist ein sehr guter Tipp, den ich so geben kann. Frei Haus, Spendenkonto ist wieder eröffnet. Wie man das schön hinbekommt, weil das schafft man nur so. Also ich mache das dann meistens so, dass ich das Element erstmal so ansetze, dann gucke ich mir das genau an von allen Seiten, ob das auch wirklich schön an beiden Stellen bündig anliegt, ob alles schön gerade ausgerichtet ist. So kann man sich schön ruhig Zeit nehmen. Und dann, wenn ich die Stelle exakt so gefunden habe, dann muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie mit dem Fuß oder Ellbogen irgendwo hinhaut und dann ist alles verrutscht. Man kann auch schwerere Platten ist natürlich immer noch besser. Man muss halt schauen, dass das Holz wirklich schön oder die Platten schön nicht möglichst so wenig Wackler wie möglich, ne? Also das soll schon so sein, dass man den Schlitten auf da rumfahren kann, ohne dass jetzt das Holz da anfängt zu wippen. Also wenn man das dann so genau angesetzt hat, das Element, das man ankleben möchte und die perfekte Position gefunden hat, ich mache es dann meistens so, dass ich das dann den ganzen Halter dann einfach nur ein bisschen drehe und das Element genauso lasse und dann nehme ich halt ein
Meistens nehme ich, gibt es so Streichhölzer, Streichhölzer, etwas dickere. Die kann man sich immer schön mit der Klinge, mit einer scharfen Klinge, kann man sich die so zurechtschnitzen, dass man so einen richtig schönen, könnte auch einen Zahnstocher hernehmen, ist auch gut geeignet. Oder eine Stechnadel, eine große Stechnadel. Ich nehme meistens immer so ein Holzstreichhölzer, die etwas dickeren. Dann kann man sich die so entweder flach oder spitz zuschneiden, je nachdem, was man für eine Klebefläche hat. Und dann kann ich sozusagen den Schlitten hier, den Halterschlitten so leicht drehen und dann kann ich das genau an der Stelle leicht mit dem Epoxykleber, da wie gesagt, diesen kleinen Klebestreifen da setzen an den Innenkreis. Und wenn ich das dann fertig habe, dann kann ich sozusagen, muss ich den Schlitten nur noch wieder zurückdrehen und dann schauen, dass man halt möglichst exakt genau ohne Wackler dieses Element mit einem ganz seichten Andrücken an die Oberfläche bekommt und dann am besten einfach nur 5 Minuten gut erstmal ankleben lassen und dann, wenn ihr seht, wenn er da noch ein bisschen rumstochert an eurem angerührten Epoxy Zwei-Komponenten-Kleber, da spürt man ja dann, wenn man da so ein bisschen noch rumritzt mit dem Streichholz, wie weit der schon sich verfestigt hat. Und wenn er schon so richtig so langsam anklebt, dann kann man das Element noch so müh verschieben oder noch leicht andrücken. Muss man aber, wie gesagt, lieber 5 bis 6 Minuten warten. Aber das ist so die beste Lösung. Da kann man hier so die schönen, diese Scharniere habe ich da jetzt so angeklebt und da noch so zwei Halter. So mache ich das eigentlich mit fast mit allen Bauteilen, die ich irgendwie an den Rumpf ankleben muss. Da versuchen irgendwie da aus diesen verwinkelten, verstellbaren vielen Winkels, die man da alle einstellen kann. Und das ist so das beste Konstrukt mit dieser Klammer da am Ende, die man am besten umtapet, damit da nicht irgendwelche Abdrücke da auf dem Scale-Anbauteil antreffen. Und dann kann man das schön so positionieren, exakt wie man es haben möchte. Und dann kann man es auch 5 Minuten lang, ohne zu zittern, kann man das ankleben lassen. Und wenn das dann schon der Epoxy-Zwei-Komponenten-Kleber schon so richtig gut ranzig geworden ist und schon richtig langsam dickklebrig wird, dann kann man ganz vorsichtig die Klammer dann abnehmen und falls man das noch irgendwie so ganz Mikromillimeter da noch irgendwie nachjustieren muss, dann kann man das immer noch machen. Aber das ist so die beste Lösung, wie ich das für mich mache, weil das Ankleben von jeglichen Bauteilen, das ist immer so ein Dilemma, ne? Und mit den Klötzern kann man sich das genau so auf die Höhe verstellen, wie man es genau braucht. Und dann findet man die perfekte Höhe und den perfekten Winkel und kann sich auch erstmal so schön Zeit lassen. Zum Ansetzen erstmal so generell, wie es aussieht, nehme ich meistens doppelseitiges Klebeband. Einfach so ein bisschen da dran kleben an die Klebeoberflächen und dann
dass man einfach nur mal sieht, wie es aussieht, ne? Bevor man da irgendwie versucht, was anzukleben und auszurichten. So, wenn das ganze Gestänge da drumherum, dann hat man so einen schlechten, nicht so einen guten Eindruck. Deswegen mache ich das manchmal, dass ich ein doppelseitiges Klebeband nehme und die Elemente erstmal anklebe mit einem doppelseitigen Klebeband, damit ich erstmal so einen guten Eindruck habe, wie das dann aussieht. Und dann mache ich mich hier an dieses Halterungskonstrukt. Das ist, wie gesagt, die gibt's. Das sind eigentlich für Lötkolben, Lötmasters, die da irgendwelche Drähte löten müssen. Und dann beim Löten braucht man meistens eine dritte Hand. Und dafür ist das Ding ja da, dass man Kabel möglichst schön zusammenlöten kann, damit dann auch nachher noch der Schrumpfschlauch darüber passt. Habe ich noch von meinem Vater vererbt hier das Ding. Das Bauteil ist eigentlich so am besten. Da kann man genau für jegliche Scale-Anbauteile, die man an Scale-Rümpfe ankleben möchte. Ich verwende meistens dafür, also Sekundenkleber ist immer scheiße. Am besten hat sich wirklich geeignet dafür, ist ein 5 Minuten 2 Komponenten Epoxykleber. Ich habe mir den kauft mir den bei livehobby.de immer. Das ist eine weiße und eine rote Box. Der ist schön, ist auch ein Klarlack, also man sieht den dann nicht theoretisch, selbst wenn man leichte Verrutscher hat, ist da kaum was zu sehen. Logisch, also wenn man zu viel dran schmiert, dann ist es blöd. Ist halt immer so eine Gefühlssache, aber das ist ein guter Trick. Immer so ein, nur den Innenkreis und nach außen immer so ein guter Millimeter lassen. Weil durchs Andrücken wird der sowieso noch schön verteilt. Meist ist es besser, wenn man innen fast nur einen Tupfer macht und dann der Rest wird dann durchs Andrücken noch verteilt. Aber das war jetzt nur so ein paar Modellbautipps und Tricks, wie man das machen kann oder wie man das schafft, dass man Scale-Anbauteile auch so schön ausrichten kann, also bei Elementen, die irgendwo in Linie sein müssen oder wo beide Seiten möglichst symmetrisch sein soll. Mit so einem Aufbau kann man sich wenigstens, wenn man die eine Seite schon geklebt hat, dann kann man wenigstens auf der Seite das erstmal so nach Augenmaß genau auspendeln und ausjustieren, bis man dann die Position gefunden hat. Und dann, wie gesagt, zum Ankleben muss man ja die Stütze dann nur leicht drehen und dann genau in der Haltung da den Kleber dran schmieren und dann wieder, also den Arm darf man halt nicht. Ne, der darf halt nicht verrutschen. Ne. Es geht halt wirklich nur darum, den auf der schönen geraden Fläche, dass man den Fuß leicht verrutschen kann, damit man dann hier die Klebestellen frei bekommt und da den Kleber anbringen kann. Und dann kann man das sozusagen wieder genauso, wie man den Arm ausgerichtet hat mit der Klemme, Spannklemme, genauso wieder an den Rumpf heranführen, ne? Ohne dass man da, dass er dann irgendwie nach oben rutscht. Ne? Deswegen, das sind so Geschichten, das, da braucht man halt, ist so eine Gefühlssache. Ne? Wenn man zu viel Druck ausüben möchte, dann rutscht der irgendwie ab auf der Oberfläche. Aber so ist das so die beste Lösung, um Scale-Anbauteile möglichst schmierfrei, ohne Patzer und ohne Klebe,
Überdrücker, die dann irgendwie an irgendwelchen Kanten dann rausquirlen, da schön an Rumpf ankleben. Das ist, war so ein guter Tipp, den ich geben kann. Kann man so machen, muss man aber nicht.